Ja, einen wunderschönen. Es ist schon so spät. An wen kann das wohl gelegen haben? Ja, ist das schon so spät? Ich weiß ja nicht. Hey. Aber ich glaube, das ist noch die Sommer-Winterzeit-Problematik, ne? Ich glaube auch. Bist du schon im Spiel? Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, weil hier steht ja Willkommen zurück, Officer. Ich habe ja schon 3 Stunden 44 Minuten am 9.3.2021 auf der Uhr. Ja. Aber ich glaube, du kannst mich einladen. Ja, ich mache aber ein neues Spiel, weil wir sind ja Rekruten, ne? Okay. Neues Spiel. Du kannst den Charakter schon mal auswählen. Das musst du, glaube ich, schon machen. Ja, das habe ich gemacht. Ich bin jetzt quasi auf so einer Karte. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Miss irgendwas. Du bist eine Miss. Dann bin ich auch eine Miss. Ich bin auch eine Miss. Ja. Und ich entschuldige mich, wenn ich dann vielleicht... Ja, du hast wahrscheinlich Emma Davis genommen, ne? Blondine. Nein. Nein? Okay, dann nehme ich Emma Davis. So. Ja. Na und Lilifee. Invertierte Spielmodus vereinfacht, Tutorials, ja. Wir starten jetzt nicht ein Spiel. Einige kennen das Spiel schon. Emma Davis lockt sich bei mir gerade ein. Genau, und ich kann jetzt, glaube ich, warte mal, Schichtauswahl bestätigen. Ich muss erstmal hier... Ist das laut. Ich muss Spiel dann einstellen. Melting Pot muss... Läuft. Warte mal, ich muss M für Mehrspieleroptionen drücken. Ich kann nicht M drücken gerade. Okay. Es wurde kein Partner ausgewählt. Oh, nee, Melting Pot. Ich glaube, ich muss erstmal den Melting Pot auswählen. So, kann ich jetzt M? Jetzt kann ich M. Freund einladen. Ja, lad mich ein, Baby. Und Einladung gesendet. So, ich spiel starten. Eigentlich ist es ja schon gestartet. Also ich bin immer noch in der Schicht Auswahl. Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Ja, ich komme zu dir, denke ich mal. Ja, ich wähle mal aus. Nur Freunde können da sitzen. Du bist doch, jetzt ist er beigetreten. Ah, okay. Ich weiß da gar nicht, wie das funktioniert. Wie steuere ich denn das hier? WASD. Okay, ich habe einen Controller. Wie geht das? Linker Stick. Ich glaube, es gibt ein Tutorial. Ich weiß, dass sie schon gewartet hat. Es gab technische Differenzen. Also der Shiki, das Chat-Tool und das Aufnahmetool, die waren heute nicht sehr harmonisch am Ostersonntag. Ja. Und so. Der gute Firefox hat natürlich auch schon mit mir ins Gebet gegangen. Ja. Und ich bin schon genug gestraft mit meinem schlechten Gewissen, deswegen entschuldige ich mich natürlich für die Verspätung aufgrund technischer Unzulänglichkeiten, die nach Lösung mit dem Großmeister gelöst sind. Und ich danke auch nochmal und ziehe meinen Hut. Ich habe das alleine nicht hingekriegt. Also letztendlich, wer mal in so ein Problem fällt, also kurze Erklärung, der Chiki hat sein Aufnahmetool gestartet, also wir beide nutzen OBS dafür, und sobald er das Discord gestartet hat, also darüber quatschen wir jetzt gemeinsam, über die Distanz, also ist ja Technik, das geht ja heutzutage, ist sein ganzer Rechner gecrasht. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass es daran lag, dass in Discord kann man nämlich auch Kameras oder Videoquellen hinterlegen, dass man sich dann zum Beispiel auch sehen könnte darüber, ähnlich wie in Teams oder Zoom oder weiß der Geier was. Und da stand halt OBS Virtual Cam, das ist ein Feature von OBS. Und das hat er jetzt umgestellt und seitdem geht's. Ja, lol. Aber ein guter Abend, Firefox Chat war nicht dabei. Bam! Nein, alles gut. Wir beginnen eine Schicht, ja. Schichtdauer 25 Minuten, ich glaube, 30 Minuten stelle ich mal. Ein Fußstreife morgen. Was steht denn bei dir jetzt? Siehst du schon die Schichtvorschlag? Nee, ne? Ich sehe North Point und dass der Server diese Schicht ausgewählt hat. So. Guten Abend, Firefox Chat. Genau. Und dann mehr sehe ich nicht. Okay, also Brightons erste Schule wurde 1739 in North Point gegründet. In den ersten Jahren war es eine reine Jungschule im Besitz der katholischen Kirche, doch noch im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens kaufte die Stadt die Schule und machte sie zu einer der öffentlichen Einrichtungen. Im selben Jahr wurde auch die ersten Mädchen dort aufgenommen. Die Schule besteht heute noch, sie befindet sich in der Nähe der Kirche. Keine Ahnung, was uns diese Information von North Point sagen will. Ich sage Schicht beginnen und wir fangen an. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Genau, mit einem altmodischen Teamspeak wäre das nicht passiert. Das stimmt. So, Mehrspieler, deine erste Schicht mit einem Partner. Beachte bitte, dass wir dir keine Hinweise geben, wer du mit einem Partner spielst. Du wirst dich auf dein Handbuch verlassen müssen. Oh, okay. So, ich hole meine Waffe mal raus. Du hast warte mal, ich stehe hier noch. Ich bin hier noch am Schreiben. Kleinen Moment. Ich taser hier mal meine Kollegin. Kann ich tasern? Ach, das bist du? Lol. Kann ich dich tasern? Warte mal, ich lade mal eben nach. Okay.
Okay, ich bin raus. So, ich werde mal die Waffe ablegen. So, so. Warte mal, haben wir schon? Stelle Strafzettel aus. Wir müssen Strafzettel ausstellen. Das heißt, ich weiß nicht, bei mir ist es Tab. Tab hast du dein Aktionsmenü. Ja. Da kannst du dann die wichtigen Sachen wie Waffe und Taschenlampe und Radarpistole später, wenn man sie hat, Winkerkelle ausrüsten. Weißt du Bescheid, ne? Bei mir ist es Tab. Ja, bei dir wird es wahrscheinlich die Option-Taste sein. Dreieck, also. Dreieck. Dreieck, na klar. Elektroschockpistole, Waffe aus. Oh, jetzt hab ich die richtige Knarre. Warte mal. Diese Person hat gerade Abfall weggeworfen. So, hier. Okay, wir müssen hin. Los. Wo? Wo ist mein Auto? Wo ist die. Nee, hier ist die Person irgendwo. Hier ist mein Auto. Hä? Halt, wir müssen. Nein, das ist einsteigen? Polizeiauto. Hey, wir machen Streife, Fußstreife. Wir sind Strafzettel aus. Hallo, ich habe kein Auto, das abgeschleppt werden muss. So. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ey, du, das gibt negative Punkte, wenn du sowas jetzt machst. Aber der steht falsch. Guck doch mal. Nein, der steht nicht falsch. Doch, hier. Toll. Schichtänder. Dein Partner hat polizeiliche Gewalt angewandt. Na super, das geht ja schon gut los. Geil. Ich habe nur auf die Reifen geschossen. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Also nochmal. Wir sind Polizisten. Wir stehen auf der Seite des Gesetzes und wir dürfen auch nicht gegen das Gesetz und so überhaupt, ja. Verstehen. Du darfst nicht auf Menschen schießen. Das geht nicht. Ich darf die Leute nicht tasern und ich darf nicht auf Reifen schießen. Was ist das denn für ein Polizeileben? Ja, das ist typisches deutsches Polizeileben in einem amerikanischen Setting. Ganz normal. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder. Wo ist mein Auto? Wir haben doch kein Auto. Wir sind Streifenpolizisten. Guck doch mal, du siehst aus wie ein Rekrut. Muss ich jetzt laufen? Ey, wir fangen von ganz vorne an. Na klar. Wir sind jetzt hier unterwegs und gehen jetzt hier. Okay, guck mal hier. Auf jeden Fall meine Knarre. Guck mal hier. Ich zeig dir das jetzt mal anhand dieser Sachen. Du siehst hier die Parkuhren, ja? Wir sollen nämlich Strafzettel ausstellen. So, ja, wir gucken. Okay. Moment. Guck doch erstmal auf das Schild. Was steht hier oben? Da steht kein Parken von 8 bis 12 auf dem Dienstag. Was haben wir denn heute für einen Tag? Montag. Also ist korrekt. Jetzt guck mal auf das Nummernschild unten. Wie war denn das mit dem Zoom? Irgendwie konnte man doch zoomen. Achso, mit der linken Maustaste kannst du rauf. So, der ist zugelassen bis März 21. Was ist haben das jetzt wir jetzt? Dein Ernst? Ja! Wie März? Wo kannst du das denn? Auf dem Nummernschild, da kannst du, also wenn ich linke Maustaste gerückt habe, wahrscheinlich bei dir die X-Taste, fängt da an, so ein Kreis zu zirkeln, wenn du auf das Nummernschild guckst. Und dann zoomt er rein auf das Nummernschild. Okay, ich habe jetzt alle möglichen Tasten durch. Dann ist es Trigger-Taste. Jetzt habe ich's. Okay. So, und dann steht da März 21 und du guckst oben links, da steht 13.23 Uhr gerade, vormittags, Montag, 4.05.2020. Also ist das Nummernschild gültig, er steht korrekt. Der darf da. Also, halt ansprechen. Hier, festhalten. Verstoß bestrafen. Umweltverschmutzung. Pass auf. Und zwar eine mündliche Verwarnung. Wir sind nicht so böse. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Genau. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Was? Was für eine Erleichterung. Natürlich. Danke, Officer. So, ich bitte schon mal, ich lasse mir mal den Ausweis zeigen hier. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ey, Ausweis ist eine ganz böse Sache. Das darfst du nicht immer machen. Okay. Der hat keinen Waffenschein, der hat eine Knarre. Der hat eine Knarre und hat keinen Waffenschein? Wo siehst du denn das? Ich lasse den laufen, okay? Wie, nee, der hat eine Knarre. Nein, der hat keine Knarre. Also du darfst dir auch nicht alles geben. Kannst nehmen von ihm, ja? Also nur bei berechtigten Verdacht und so. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der läuft komisch. Wir sollten das nochmal anschauen. Ja gut, okay. Ich habe jetzt die Grundprinzipien verstanden. So, jetzt gucken wir mal, was dieses Auto hier von uns will. Ist dieses Auto legitim? Wir gucken auf sein Nummernschild hinten. Das ist zugelassen. Sein Parkdingens ist hier noch in Ordnung. Ne? Also wir können hier raufgucken. Ja, ist valid. Ist alles in Ordnung. Wir nehmen uns mal die Autos da drüben vor. Apropos, über rote Ampeln zu laufen, geht auch nach hinten los. Ja. Das ist echt ein ultra spannendes Spiel, Nummernschilder zu kontrollieren. Warte mal. Das gehört aber dazu. Das Nummernschild kapiere ich nicht. Das Nummernschild ist nicht. Ist valide. Wenn er zu weit weg steht, ist auch nicht richtig, ja? Vom Straßenrand. Ja, der ist. Oh komm, den lassen wir. Ja, den können wir jetzt abschleppen lassen. Nein, der kriegt ein Ticket, eine Verwarnung kriegt er. Warte mal, falsch parken und jetzt wenig zu dicht
Nee, Position, Ausrichtung, ne? Ich glaube Position, ja. Zu weit auf Fahrbahn, so. Zack. Richtig. Dö-dö-dön. Und dann kriegt er einfach ein Ticket. Absteppen nicht, das ist nicht sinnvoll. Andere Frage, wann darf ich jemanden tasern? Wenn wir, oh komm, wir müssen erstmal eine Brezel essen. Ah, nee, geht oh, nicht, schade. Ja, Cop Life hier. Doch, hier, warte mal. Ach nee, ist nur laufen. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Die könnten wir mal fragen, ob die überhaupt hier das machen darf, ne? Oh, 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 oh. Ah nee, ich dachte, es wäre abgelaufen. Ist er nicht. Oh, der hat auch Scheiße gefragt. Ich guck mal hier den nächsten. Ja, kann ich nicht lesen, keine Ahnung. Hier steht irgendwas mit No Parking, aber das ist ja okay. Ja, No Parking ist okay. Das sieht ja alles super aus. Valid, valid, valid. Ey, ey, ey. Die halten sich ja alle an die Regeln. Echt, ey, das ist der Spießer, ey. Hier schickt der ja. Der steht entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Oh. Verknack den, verknack den. Okay, den mache ich jetzt sowas von fertig. Den mach fertig. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich gib hab ihm noch einen Wagen, Ticket. Der abgeschleppt werden muss. Ein Ticket geben noch. Oh mein Gott, ich habe das Ticket vergessen. Gib ihm ein Ticket. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Der braucht doch ein Ticket. Nee, gib ihm ein Ticket. Geht nicht mehr. Okay, kacke, ich hol die Knarre raus. Alles nach Vorschrift. Erst ja, warte, okay. Die Strafe verteilt. Nein, hör auf. Nein, sonst haben wir mal vorne an. Ja. Ja, ich üb doch noch. Ich bin noch in Ausbildung. Ja, ich kann leider nichts. Der ist jetzt. So, jetzt kommt gleich der Abschlepper. Pass auf. Da kommt er. Oh, guck mal, cool. Und jetzt? Ja, aber grafisch sieht das ja schon mal ganz nett aus. Ja, das ist grafisch super, ist realistisch. Ist von Astragon übrigens, ne? Ja, die machen auch sonst immer schlechte Simulatoren, richtig? Ja, aber der ist gut hier, im Gegensatz. Guck mal, jetzt wird er abgeschleppt. Boah, krass. Das Problem ist, ob der jetzt gute Punkte uns bringt. Also, wir müssen natürlich Bonus-Plus-Punkte sammeln, ne? Denn nur Pluspunkte befördert uns dann in bessere Distrikte und bessere Aufgaben. Da können wir auch mit dem Auto fahren danach. Ja, okay. Next. Bitte verknacken Sie mich nicht, weil ich einen Passanten erschossen habe. Zu sehen, Officer. Oh, jemand hat die ist über rot. Die ist über rot. Nein, das ist... Die ist über rot. Stimmt. Verstoß bestrafen. Unerlaubte Straßenüberquerung. Mündliche Verwarnung. Ich werde keinen Strafzettel ausstellen und es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Oh, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Wobei, warte mal. Ich hab da so Verdacht. Nee, ist alles in Ordnung. Der kriegt jetzt von mir hier Ärger. Interagieren. Der kriegt einen Strafzettel, weil er. Was will sie denn jetzt hier von mir? Position, Ausrichtung, zu weit weg. So. Bam. 10 Plus. Oh, sie will was von mir. Was muss ich denn jetzt machen? Wo denn? Wo bist du denn? Sie hat gesagt, bitte helfen Sie mir, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann rede doch mit ihr. Ja, aber wie denn? Da sprichst du sie an. Ja, habe ich. Und jetzt kann ich Dinge tun. Wegweisen. Ich muss ein paar Einkäufe erledigen. Können Sie mir sagen, wo der Hohlmart ist? Ja, der Hohlmart klar, ist... Klar, direkt hier. Direkt hier ist er. Der Hohlmart, nächstgelegenen Standort von Hohlmart, das ist der da. Akzeptieren, das muss er sein. Ach, das ist aber Pech. Ich werde jemanden suchen, der die Stadt besser kennt. Ups. Ja, ich kenne mich aus. Oh, das Schild ist hier kaputt. Das ist ein bisschen schief. Aber nicht so schlimm. Warte mal, okay. Was steht da? Freitag. Okay, Freitag ist okay. Hier, den einen habe ich schon ein Ticket gegeben, dem hier. Der stand so weit weg hier, der da. Ach so, und stinkende Autos auch. Oh, oh, Shiki, das Nummernschild ist abgelaufen. Ah, ah. Okay. 19, oh, gib dem Ticket. Ich mache einen Strafzettel, nicht wegen Falschparken. Doch, abgelaufenes Kennzeichen. Und Scheibe kaputt. Stimmt. Noch gleich eins hinterher. Strafzettel wegen, was war es hier? Halteverbot? Nee, Feuerhydrant, Bushalte. Ah, das dürfen wir noch nicht, glaube ich. Nee, das dürfen wir noch nicht. Mist.
Ah, aber es gibt sowas dann nachher. Können wir nichts mehr machen. Schade, schade, schade. Was? Wieso? Wir versuchen nur das Gesetz hier, ne? Und so. Wir sind nämlich nur Leute tasern, aber naja. Ja, aber das geht nach hinten los. Oh, hier auch der. Ey, Chiki, du läufst vorbei, hier gleich Strafzettel, weil... Ja, abgelaufen. Zu weit auf der... Kriegst du eigentlich die SP-Punkte? Wie viel hast du denn oben? Kann ich denn hier abgelaufenes Kennzeichen da? Hat er auch? Oh. Jo. Wie viel SP-Punkte hast du denn? Ach, die krieg ich auch. Nee. 57 oben rechts. Okay, dann kriegen wir die gemeinsam. Was mit dem hier? Der ist nicht abgelaufen, ne? Ne. Achso, Streif ist schon was Feines, ne? Ja, ist super. Richtig ja. Gut. Hallo! Hi! Zurückgrüßen. Hallo zurück. Guck mal, wir sind freundlich und das gibt auch SP-Punkte, wenn man freundlich ist. Also nicht immer gleich mit Schlagstock. Wie hast du das denn gemacht? Stand da noch einmal zurückgrüßen. Oh, Urlaub die Straße überquert. Halt sie an! Oh, die wäre fast überfahren worden. So, pass mal auf. Hier, also, festhalten. Nein, durchsuchen. Nein, Handschellen anlegen. Verstoß bestrafen. Quatsch, ja. Urlaub die Straßen überqueren. Richtig. Die kriegt einen Strafzettel. Ja, ich bin hart. Erst grüßen, dann gleich einen Strafzettel verpassen. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Oh, kommt die mit der Anwaltkelle? Ey, die haben alle ihr Parkticket bezahlt. Oh, ich glaube, der steht da. Oh, Schicki. Was haben wir hier für ein Problem? Guck mal hier. Guck mal auf das Schild. Was steht da? Da darf niemand parken. Und zwar in diese Richtung. Diese ganze gelbe Linie hier. Oh. Also, Lack. Also, er steht komplett verkehrt. Wo ist mein. Da. Nee, da. So. Erstmal kriegt er einen Strafzettel, weil er steht im Halteverbot. Das wird teuer. Das wird teuer. Und Nummer zwei, weil er im Halteverbot steht, wird er ja abgeschleppt. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Oh, wir sind gut. Wird sich unser Chef freuen, ne? Hier ist ein Kennzeichen abgelaufen. Nein! So schnell wie möglich bei Ihnen eintreten. Oh, Chiki. Hier ist ein Parkticket. Oh, Parkticket abgelaufen. Ja, dann lass den mal abschleppen hier. Parkour abgelaufen. Gleich abschleppen. Genau, mein Anwalt wird sich drum kümmern. Früher hieß es, ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Das sage ich meiner Mama. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Der Abschleppwagen war zu viel jetzt. Hm. Also abschleppen ist nicht, wenn das Parkticket abgelaufen ist. Schade. In ein paar Minuten eintreffen. So, wir gucken mal, ob die hier ordnungsgemäß über die Straße laufen. Ach ja, und später kann man auch Autos anzeigen, die zu viel Qualm machen. Ah, die Lutanda freut sich schon, wenn du deine Geschwindigkeitspistole bekommst. Ich hätte jetzt gerne meine normale Pistole gezogen. Nee. So, warte mal, guck mal hier. Ey, wer hat Abfall geworfen? Wer war das? Ich hab's nicht gesehen. Ey, Leute. Das geht so nicht. Nee. Ihr könnt nicht einfach eure Scheiße hier wegschmeißen. Okay, die gehen hier rüber. So, jetzt mal hier schön langsam und geordnet, bitte. Im Hemd. Klapp, 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 klapp. Oh, es ist rot und die gehen immer noch. Chiki, das geht nicht. Guck mal, es ist rot und die gehen über die Straße. Ja, also, nee. Anhalten. So, ich schnapp mir die alte hier. Festhalten. Verstoß. Verstoß bestrafen. Unerlaubte Straßenüberquerung. Sie erhalten ein Bußgeld wegen unerlaubter Straßenüberquerung. Das kostet $25. Ja, Strafzettel hier, komm. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen so unerlaubter Straßenüberquerung belegt. Warum ist das so teuer? Weil du doof bist. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Mir den Auf Wiedersehen. Oh, ich vermiese eben den Tag. Alles in Ordnung. So, hier, der Sie können auch weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ey, cool. Wir warten. Ey, wir brauchen die bloß ausbremsen. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen unerlaubter Straßenüberquerung belegt. Ja, guck mal, ey, so können wir richtig Kohle machen, Chiki. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Was sind denn CP-Punkte? Keine Ahnung. Das sind deine Kopfpunkte. Wenn sie sinken, ist schlecht. Okay, sie sinken bei mir. Okay, dann hast du bestraft für etwas, was nicht bestrafbar ist. Ja, danke schön. Ja. Du hast gesagt, ich soll die hier alle festnehmen. Ja, nicht festnehmen, okay. Strafzettel geben. Ja, ich habe den Strafzettel gegeben. Was haben wir hier? Ein Parking Tuesday. Was haben wir heute? Nee, ist Montag immer noch.
Mhm. Oh. Ich guck den blauen. Oh, da. Da ist schon wieder einer Müll weggeworfen und ich weiß nicht wer. Boah, ich fühle mich wie Magnum hier. Echt? Welche Sorte? Schokoladeneis. So, wir gucken mal hier. Ja, die stehen ordentlich. Richtig, weg. Guck mal, da drüben ist ein Stinker. Warte mal, da drüben ist ein Stinker. Moment. Bleib stehen. Hallo. Halt. Halt den doch mal an. Ja, okay, warte mal. Ich muss die Winkerkelle. Ich hab die Winkerkelle noch nicht. Komm mal her. Hallo. Ich kann ihn nicht rausholen. Could Schade. Please come out of the train. Guck mal, wie der stinkt hier hinten. Der muss unbedingt ein Ticket kriegen, aber wir können ihn nicht... Hallo, komm, wir laufen ihm hinterher. Vielleicht packen wir ihn. Nee, das packt man nicht. Oh. Ja, gut. Der sitzt hier unerlaubterweise. Den spreche ich mal an. Mach das. Und der telefoniert auch noch. Nein. So, wann ist unsere Schicht zu Ende? Hallo, hallo zurück. Ich brauche bitte Ihre Hilfe. Oh, warte mal, hier braucht jemand meine Hilfe. Wegweis. Oh, entschuldigen Sie, Officer. Ich möchte zu Andrews Bakery. Können Sie mir sagen, wo das ist? Wo ist denn die Andrews Bakery? Klar, direkt hier. Ich weiß doch nicht, wo das ist. Wo ist denn die Andrews Bakery? Ach, kommen Sie schon. So viel? Alles gut. Ah, die haben wir noch nicht gefunden. Die ist hier, die Andrews Bakery. So. So, ich habe jetzt gerade mal... Meinen herzlichen Dank, Officer. Oh, ich habe sogar getroffen. Jemanden diszipliniert. Oh. Mit der Peitsche, oder? Ja. Der ist noch nicht abgelaufen. Hm. Aber wir haben eine gute Quote, du. Manchmal gibt es hier komische Geräusche hier bei dem Spiel. Oh, guck dir den Stinker an. Halt! Oh! Ja, blöd, dass man die nicht anhalten kann. Oder warte GTA-like mal. Rausziehen. Warte! Komm raus! Halt! Steig aus! Das geht nicht. Ich sollte es nicht riskieren. Schade. Hintergrundprüfung? Achso, wie geht das? Keine Ahnung. Ach Mensch, ist doof. Kick doch mal, was der rumruhst. Der steht hier auf dem... Oh, den werde ich abschleppen lassen. Sowas von. Na, ich weiß nicht, ob das legitim ist. Nee, ist es nicht. So, Position, Ausrichtung. Auf den Bürgersteig. Zack. Also hier drüben sieht alles clean aus. Sehr gut. Die Frage ist, lasse ich den abschleppen? Also ich belasse es bei einem Strafzettel. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber du kannst es ja in deinem, du kannst es ja noch selber entscheiden, ob du es. Genau, bald haben wir die Winkerkelle. Wenn wir weiter so eine SP-Rate hinlegen, haben wir bald eine Winkerkelle. Und dann können wir sie rausholen. Und zwar alle. Du hast ja eine neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Zecker Group. Okay, achso. Ja, das ist was gibt's hier? Wo denn? Wo bist du? Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich gehe hier weiter. Ich muss hier. Wir müssen arbeiten. Ja, ne, jeder eine Seite. Ist, glaube ich, am besten, weißt du? Der hat gar kein Nummernschild. Oh, das wird so viel. Aber vorne hat er keins, oder was? Doch, hat er. Nee, vorne hat er keins. Hier ist keins. Ist aber abgelaufen. Doch, ist eins. Es ist dunkel. Ey, ist abgelaufen. Nee, ist nicht abgelaufen. Schade, ist nicht abgelaufen. Mist. So, die Seite haben wir auch. Da müssen wir noch weitergehen. Hier ist nichts. Doch, hier, der steht ein bisschen zu weit an der Straße. Na, der andere auch hier. Boah. Da kommt doch gar keiner mehr vorbei hier. Kein Fahrrad, nichts. Nee, da kann doch nicht mal ein Kinderwagen auf der Straße fahren. Echt, ey. So. Oh. Oder die ganzen E-Roller, die kommen ja auch nicht vorbei. Oh, können wir denen hier auch Strafzettel geben? Ah, nee, leider nicht. Hier. Oh, guck mal, hier ist ganz... Ich gehe auf die andere Seite. Okay, ich gehe auf die Seite hier. So, was haben wir hier? Was haben wir hier für eine Situation? Tuesday. Haben wir heute Tuesday? Nein, Monday. Monday. Ja, genau, das ist neu. Das ist... Hi. Hey.
Das ist wirklich neu. Was ist neu? Naja, es ist ja Early Access, das Spiel immer noch, ja. Seit ein paar Jahren schon, glaube ich, ne? Ja, seit letztem Jahr auf alle Fälle. Ich glaube, letztes Jahr kam es relativ neu raus. Also seit einem Jahr ist es sogar Early Access. So, der ist abgelaufen. Paku abgelaufen kann man nicht abschleppen, ne? Nee, leider nicht. Es gab Minuspunkte für CP. Also ich glaube, die CP-Punkte, wenn die nach unten sind, ist die Schicht sowieso zu Ende. Ja. Aber können die nicht alle mal parken hier? Aber das Nummernschild kannst du echt nur stichprobenartig gucken, ja, weil es so lange dauert. Nee, ich guck einfach nur auf die, du musst nur auf dem, auf die Farbe gucken. Die haben nämlich pro Jahr immer eine Farbe und wenn du, 2019 hat halt eine ganz andere Farbe als 21. Musst du nur das checken. Okay. Ich bin jetzt bei Rot rübergelaufen, hat keiner gesehen. Ah, okay. Nö, ich hab's gesehen. Oh, guck mal, hier ist ein Theater. Hier, ich habe eine neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Ja, cool. Links oder rechts, du? Ich gehe drüben auf die andere Seite. Ist gerade rot, okay. Deswegen passt das ganz gut. Hier ist Speedlimit 35, ich würde gerne messen. Das kommt Spiel... Oh, ich sehe es doch hier schon. Das ist doch, Parkverbotbereich hier, oder? Oder... Das ist eine Busspur. Oh. Definitiv erstmal ein besondere Haltezone. Und zwar... Busspur ist keine besondere Haltezone. Ah doch, hier Bushaltestelle. So. Oh, das klingelt jetzt Karton. Und weil der Bus hier nicht anhält. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Den hätte ich gerne abgeschleppt. Ja, den Schwerverbrecher sofort abschleppen. Gab auch keine Negativpunkte. Den Schwerverbrecher. Ey, der hat eine Busspur blockiert, Chiki. Das geht ja, okay, doch nicht. Das ist natürlich hardcore. Ich finde, Busspur blockieren ist schon auf der Skala von 1 bis. Das ist kurz vor Kinderfresser. Das ist. Adrenochrom-Affe. Oh Gott, ich habe auch so einen hier. Okay, Strafzettel. Hier hat einer wieder schon wieder Papier weggeworfen. Also ich bin auf jeden Fall schon mal im Flow. Das ist gut. Also, wir haben schon abgelaufen. Parkour abgelaufen. Alter, wir machen so viel Money für den Governor hier. Weißt du, und das ist hier nicht einfach nur so eine Radarfalle, ja, so wie unsere Kollegen das mal abgelaufen, sondern wir machen hier echte Polizeiarbeit, ja. Ja, ne, also ich... Oh, hier ist ein Taxistand und das ist kein Taxi. Oh, das wird teuer. Es ist kein Taxi. Kurz vor Pizza Hawaii, du hast es erfasst, Flo. Kurz vor Pizza Hawaii. Doch, es ist ein Taxi. Oh, das ist schlecht. Ich wollte die harte Hand des Gesetzes fallen lassen. Hunter. Ja, das passt. Oh, der ist so weit weg. Muss das denn sein? Ey, guck dir mal an, wir haben jetzt schon 285 SP, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich mach nochmal was hier. Und ich hab ein neues... Ich hab Achievement gekriegt. Richter gnadenlos. Oh, der steht doch verkehrt hier. Du hast Richter gnadenlos? Ui. Nein. Auf dem Bürgersteig. Nappenkutter. So. Hammer. Die manchmal so sind blumen. Die Nummernschilder sehr schwer zu lesen. Das finde ich ein bisschen kacke. Ja, aber das geht, ne? Oder fiebt irgendwas? Das Alarmanlage an irgendwo? Ja. Abgelaufen. Hallo, ich möchte den bitte disziplinieren, den Menschen. Okay. Wieso ist er abgelaufen, der Mensch, oder was? Ja. Okay. Hi. Was kann ich mir für die SP kaufen? Da steigen wir dann später. Ohne Erlaubt die Straße überquert. Wo ist sie, Person? Ich sehe sie. Hinterher. Ich habe sie gesehen. Moment. Alter, der steht hier auf der Straße. Den schleppe ich ab. Alter. So. Schön, Sie zu sehen, Officer. Ich habe dich gesehen. Und zwar Verstoß, unerlaubte Straßenüberquerung hier. Und zwar Strafzettel. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen unerlaubter Straßenüberquerung belegt. Also ich habe zwar minus 5 CP bekommen, aber wir müssen den abschleppen. Sie vermiesen mir den Tag. Okay. Oh, so. Abgelaufen. Ein Abschleppwagen. Scheint wirklich traurig zu sein. Okay, ja. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen.
Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Nee, ich musste einer Dame hinterherrennen, weil sie unerlaubt über die Straße rübergelaufen ist. Sie hat vorher nicht gefragt. Und ich habe gleich den nächsten Sünder. Eieiei, Strafzettel. Position verkehrt. Ey, wir sind schon bei 355. Ein SP pro Tag. Oh, oh, ich glaube, der ist abgelaufen, oder? Nee, ist er. Doch, warte, warte. Nee, ist er nicht abgelaufen. Das ist aber. Oh, das ist ein Taxistand. Okay. Besondere Haltezone: Taxi. Das ist kein Taxi. Woran hast du in deinem Taxi erkannt? Auf dem Nummernschild steht dann Taxi. Oh, stand hier nicht. Und wenn, dann doch. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja, ich bin mit meiner Seite durch. Wie, wie nächste Schicht Waffen bekommen? Ja, wir haben schon Waffen. Ich bin, oh Gott, wo bist du denn? Du kommst mir, jetzt gehst du wieder. Aber hier stehen doch auch, du hast dich doch gar nicht geahndet hier. Ich dachte, du warst auf der Seite drauf. Ach, der hat schon ein Ticket. Ups. Ich muss jemanden nach Burger Heaven schicken. Der Schiki war schon hier. Jetzt hat er zwei Parktickets unter der Scheibe. Burger Heaven ist hier. Tschüss, Auto. Die hat zu mir gesagt, vielen Dank für nichts, Officer. Ja, dann war es nicht richtig, was du da gemacht hast. Ja, ich weiß. Ich komme mal zu dir, ja? Ja, ich komme zu dir. Was haben wir hier? Jidic Desserts oder so. Okay. Bin ja schon durch mit meiner Seite. Mit meiner Seite? Warum bist du denn auf meiner Seite? Das ist doch falsch, was du da machst. Nein, ich bin hier langgelaufen. Nee, ich musste doch einer Dame... ich musste einer Dame ein Parkticket geben. Ein Laufticket, also ein Falschlaufticket. Hast du den hier schon? Ja. Abgelaufen unter... Hier ist ja doch gar nichts... Hab ich beides geahndet. Da ist doch bloß ein Ticket drunter. Der braucht so viele Tickets, dass du nicht mehr die Scheibe durchgucken kannst. Und den dahinter habe ich abgeschleppt. Und der hier ist auch abgelaufen. Ja. Ja. Schon wieder Abfall. Ich hab's gesehen. Wo ist die Person? Ich möchte jetzt jemanden tasern, bitte. Wie lange dauert denn unsere Schicht? Achso, die dauert noch ein paar Minuten. So, ich gehe jetzt hier lang. Aber wir sind ausdauernd, ne? Können Sie mir bitte weiterhelfen, Officer? Na klar kann ich weiterhelfen. Hallo, Officer. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Ich suche den Burger Heaven. Könnten Sie mir den auf der Karte zeigen? Ja, wo ist denn der Burger Heaven? Warte. Ja, da. Klar, direkt hier. Habe ich dich schon gefunden? Nee. Burger Heaven. Da ist er. Akzeptieren. Danke für herzlichen Dank, Officer. Herzlichen Dank. Das, siehst du. Polizei, dein Freund, was ist denn das da drüben? Ja, der steht falsch rum. Hast du dich schon geahndet? Nee, ich war ja weiter vorne. Und abgelaufen. Ach, hallo, Captain. Ich hoffe, deine Schicht war ruhig. Er hat nämlich gerade auch den Police Simulator gesprochen. Was ist mit dem hier? Darf ich Handschellen anlegen? Der hat mich gegrüßt. Ich will das nicht. Kann ich ihm Handschellen anlegen? Nein, Handschellen. Nein, sowas macht man noch nicht. So. Na gut. Haben wir. Nummernschild auch noch? Nee, jetzt echt jetzt? Nee, alles gut. Nummernschild ist in Ordnung. Nummernschild ist in Ordnung. Schade. So. Vorsichtig. Was denn? Du weißt nicht, wo dein Finger vorher war, als du dann auf Zug gedrückt hast, da, ne? Duck and carry. Duck and carry, duck and carry. Assa, assa, assa. Hier habe ich schon kontrolliert. Nimm deine Footfinger da weg. Dann gehe ich hier drüben hin. Ach nee, das ist der Bauer. Da gehe ich mal durch den Park. Oh, a walk in the park. Da kann ich nicht durch. Oh nein, wir sind an den Levelgrenzen. Ich gehe rechts. Grüßen. Hallo, Datenschutz, aber ein Bau mit dem Sack. Ja, ja. So. Grüße, Bürger. Grüße, Bürger. Das ist doch, Floyd war das doch. Ja. Ja, siehst du, ich kenne mich aus. Halt! Auf jeden Fall, also was man diesem Spiel ja zugute halten muss, ist, dass... Es ist sehr realistisch. Es ist kompatibel mit dem DualSense, also mit dem Controller.
Der Captain Aldi sagt, wir müssen beim Ausweisprüfen immer C drücken. Warum denn? In Ordnung. Sie können dann gehen. Schönen Tag. Also ich habe einen Controller, da kann ich keinen C drücken. Ja, wir haben ja noch keinen Ausweis geprüft. Bis jetzt war keiner suspekt. Also ich schon. Ich habe mal Ausweis geprüft und das war nicht richtig. Aber... Was? Schon wieder eine Person, die Abfall... Ich sehe doch nicht, wer Abfall weggeworfen hat hier. So. Haben wir hier irgendwas? Oh, warte, halt. Ich wusste es. Okay, ich habe einen Sünder. Theoretisch darf der überhaupt nicht mehr fahren. Das macht der Firefox da schon wieder. Ich probiere es mal, ob ein abgelaufenes Kennzeichen ein Abschleppgrund ist, ja? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Houston, wir haben einen Abschleppgrund gefunden. Genau, Houston, wir haben einen Abschleppgrund. Das wäre eine schöne Titelbeschreibung. C ist Background Check. Cool. Der ist behindert, also es gebe hin. Ach, das ist das Schild da drin. Ah, ich verstehe. Schön. Das flutscht hier heute. Und mit dem hier. Und abgelaufen. Oh, abgelaufen ist immer ein Schild abschleppen. Eieiei, Parkour abgelaufen. Falsch stehen. Also Ordnung muss abgelaufen sein. Abgelaufenes Nummernschild ist Abschleppwagen rufen. Ja. Erstmal Code abchecken, ja. Alter, das klingelt hier. Ey, wir werden gleich befördert zum Sergeant oder District Sergeant hier. Ich werde auf jeden Fall General. Oh, und der steht. Also es muss, tut mir leid, auch wenn da eine Gehbehinderung eine Rolle spielt, aber es ist zu weit von der Fahrbahn. Der steht falsche Richtung. Ihre Schicht ist um. Oh nein, unsere Schicht ist um. Oh nein, wir müssen nach Hause, Cheeky. Oh, oh, falsche Richtung ist kein Abschleppgrund. Ja. Ich hab's getestet. Okay. Okay, wir müssen Feierabend machen, Chigi. Die ganzen Ahndungen hier, guck mal, der hier zum Beispiel. Wir können nichts mehr ahnden. Doch, können wir. Halt, können wir. Ausrichtung. Genau, geht gleich zur Mordkommission über. So, Chigi, lass uns Feierabend machen. Die nächste Schicht wartet dann. Den muss ich noch abschleppen hier. Okay. Eieieiei. Wie bist du? Ja, ich mach hier noch. Die Autofahrer werden sehr dankbar sein, dass ihr jetzt endlich abhaut. Wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Und abgelaufen. Eieieiei. Abgelaufenes Kennzeichen und gleich abschleppen. So. Und abschleppen, bitte. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Und hier noch einer. Hier ist Burrowhaven. Wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Nach Feierabend können wir machen, was wir wollen, aber wir kriegen keine Punkte mehr. Ja, komm, dann lass das. Wieso? Ich krieg da SP-Punkte. Also SP. Hier zum nach Hause. Ja, nach unsere... Haus telefonieren. So. Ja. Okay, hey, ich komme. Ich bin drin. Hi. Hallo zurück. Hi, Girls. Hier sind ja nur Girls. Die sehen alle aus wie du. Wow. Ah. Ich bin eine Lady. So, ich bin... Die sehen alle aus wie... Ich wurde geklont. Scheiße. So, Schicht endet. Okay. Ey, das war ja Wahnsinn. Das war so aufregend. Wahnsinn, das ist so. Was haben wir denn? Oh, da der Fußgänger, der war nicht gut mit Verhaltenspunkte minus 5. Ja, was auch Parken mal versiebt, okay. Nein, ich habe eine Taschenlampe gekriegt. Du auch? Weiß ich nicht, was muss ich denn, wo sehe ich das denn? Neue Ausrüstung freigeschaltet, Taschenlampe. Okay, keine Ahnung. Noch eine Fotokamera auch noch. Oh. Und die Radarpistole. Chicky, jetzt geht's ab. Und leichten Unfall, ein Einsatztyp. Und Raser melden. Ey, jetzt. Oh, neue Nachbarschaft haben wir auch noch. Und noch eine neue Nachbarschaft. Ey, ist ja Hammer. Chicky, wir sind jetzt im Spiel. Genau, komm, hau rein jetzt hier. Ja, eine Stunde aufzuholen. Ja,